Nein, Diagnose sollte vom Fachmann gemacht werden oder von Fachperson. Aber was natürlich gültig ist, wenn du dir selbst siehst, ich glaube, ich leide unter einer Angststörung, weil du merkst ja bestimmt nicht, du bist immer mehr eingeschränkter, bist vielleicht immer angespannt, das Stressniveau ist immer erhöht. Wenn du es merkst, dann langt es als Auskunft natürlich für dich selber, um deinem Hausarzt anvertrauen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.